Oh, perfekt. Ich habe jetzt alle Teilnehmer stumm geschaltet, dass wir loslegen können. Mit ein paar Minuten Verspätung, damit alle noch reinkommen. Herzlich willkommen zum GOW Team Call. Ich weiß, sehr spontan angekündigt, beziehungsweise sehr spontan promoted. Tino und ich wollten trotzdem einige Sachen mit euch besprechen. Ist gerade auch schon auf dem Call. Und zwar einmal, wie der neue Crypto-Compliant funktioniert, dass jeder wirklich versteht, wie man damit arbeitet und wie das Ganze funktioniert. Zweitens, den neuen Incentive-Trip nach Mexiko mal promoten als Team, dass wir möglichst viele Leute gemeinsam dahin bewegen, damit wir da gemeinsam Spaß haben als Team. Nummer drei, welche Macht Events haben und was natürlich bei uns jetzt ansteht mit dem Event Ende Februar. Und außerdem möchten Tino und ich noch ein paar Leadership-Prinzipien mit euch teilen. Dementsprechend starten wir jetzt mit dem Ganzen. Ich werde dafür meinen Bildschirm übertragen gleich, um euch ein paar Folien zu zeigen für den neuen Crypto-Compliant, wie das Ganze funktioniert. Einige von euch wissen schon, einige haben sich schon ein bisschen selber informiert, ein paar Leute haben ja noch gar keinen Plan davon, deswegen wollen wir das nochmal gemeinsam durchgehen, damit wir alle Fragen eliminieren, die da eben noch sind. Und dementsprechend vielleicht vorneweg, ja, die ganze Zeit, ihr wisst ja, wie es war bei WG, ist es ein reiner Volumenplan gewesen. Mit dem Mining bekommen wir jetzt noch die Chance, das Ganze auch als Upsell zu nutzen. Das heißt, wir bekommen jetzt auch die Chance, Fast Cash zu verdienen und zwar 2 Wochen nach dem Sign-up auch schon die Direktprovision für die Mining-Pakete zu erhalten. Und das ist für mich was diesen Compliant nochmal aufpimpt, der nochmal so eine extra Würze gibt, weil die Leute dann natürlich auch schnell Geld verdienen können und wir neben dem passiven Einkommen in unendliche Tiefe die Leute dazu anspornen können, auch schneller Geld zu verdienen oder sofort Geld zu verdienen. Und diese Ausrede, dass die Leute erstmal Geld verdienen müssen, um ihr Business aufzubauen, zählt jetzt nicht mehr, sondern die Leute können direkt durch Verkäufe von Minings, von Mining-Paketen eben sofort auch Geld generieren, sofort Geld verdienen. Und das ist halt extrem krass, weil ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir hier eigentlich einen Vergütungsplan haben, der, wie gesagt, rein auf Volumen und unendliche Tiefe bezahlt und jetzt on top noch einen Vertriebsplan bekommen, der uns hilft, dass die Leute mit Direktprovision und Differenzprovision arbeiten können, was uns halt einfach einmalig macht in der Industrie, was kein anderes Unternehmen hat. Und ich glaube, jeder von euch weiß und eure Teams wissen, wie einfach es aktuell ist, über Mining aufzubauen bzw. Mining zu verkaufen, weil Mining einfach eine Sache ist bzw. Kryptowährung eine Sache ist, wofür sich aktuell jeder Einzelne interessiert und das jeder Einzelne machen möchte oder involviert werden möchte. Deswegen zeige ich euch kurz den Mining-Vergütungsplan, damit ihr ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommt, wie das Ganze funktioniert, werde dafür PowerPoint übertragen. Und ja, hier seht ihr mal die Übersicht. Also es ist im Endeffekt so, ja, dass es halt einen Beginner-Bonus, einen Leader-Bonus und einen Mentor-Bonus gibt bei dem neuen Crypto-Mining-Bonus-Plan. Und dass für den jeweiligen Bonus-Level ein gewisses Direktgeld ausgeschüttet wird. Das heißt, macht die eine Person jetzt einen neuen Sign-up, also startet die Person einen neu, ja, ist noch selbst in keinem Rang, zum Beispiel jetzt, sagen wir, der Felix hat noch keinen Rang, ist gerade neu in dieses Business gestartet und enrollt eine Person auf einem Crypto-Mining, bekommt eben den Beginner-Bonus. Das heißt, er bekommt entweder 30, 60, 150 oder $300 und das PV, wie eben hier beschrieben, 60 PV, 135 PV, 300 PV oder 600 PV für das Premier Pack. Das heißt, er bekommt sowohl Volumen, ja, und sein ganzes Team natürlich das Volumen und eben den Beginner-Bonus. Ist eine Person jetzt 4K, ja, ist der Felix jetzt 4K und signed eine Person ab, dann bekommt er eben entweder 45, 90, 225, 450 oder mehr, weil er schon den Leader-Bonus erhält und somit den Beginner- und den Leader-Bonus hat. Ja, dann bekommt er dementsprechend auch natürlich das Volumen beziehungsweise seine Orga das Volumen. Und ist man 50K oder höher, bezieht man den Mentor-Bonus und bekommt dann eben $60, $120, $300, $600 oder mehr, wenn die Leute mehrere Pakete abnehmen, sofort 2 Wochen später überwiesen, also ein direkter Fast-Start-Bonus. Und das Ganze ist halt extrem interessant, weil ich glaube, es ist aktuell sehr einfach ist, Mining-Pakete zu verkaufen. Man fragt die Leute, hey, hast du schon mal was von Bitcoin, Kryptowährung oder sonst irgendwas gehört? Dann wartet man auf Ja oder Nein. Dann quatscht man kurz mit der Person oder chattet kurz mit der Person, schickt vielleicht ein kurzes Video über unser Mining oder über Kryptowährungen. Dann geht man mit der Person auf den Call und dann ist die Abschlussrate schon sehr, sehr hoch, dass die Leute eben ein Krypto-Mining-Paket verkaufen, weil das Ganze absolut Sinn ergibt einfach aktuell. Ja, und das Ganze ist noch ein bisschen komplexer. Das heißt, es gibt auch eine Art Differenzprovision. Was ist, wenn eine Person jetzt
in seiner Downline ein Mining-Paket hilft zu verkaufen und ist 4K, also Leader oder Mentor. Das sehen wir jetzt gleich bei der Folie hier, bei der nächsten Folie. Hier sieht man das Ganze nochmal. Wie gesagt, im Beginnerbonus bekommt man die 6%. Um das vorher nochmal zu zeigen, das wäre eben die 30, 60, 150 oder 300 Dollar. Den bekommt eben der Beginner, die 6% auf den Payout, der direkt ausgezahlt wird. Ist man Leader, also Executive bis Platinum, ja, das heißt 4K bis 25K, dann bekommt man eben 3% Differenzprovision bis in unendliche Tiefe, bis eine Person in der jeweiligen Linie den 4K, den Executive macht. Was heißt das? Ja, wenn jetzt zum Beispiel der Felix eine Person in der Downline hat, die Kryptopakete verkauft, bekommt diese Person in der Downline eben die 6%, den Beginnerbonus. Und wenn der Felix 4K ist, dann bekommt er den Leader-Bonus, das heißt die 3%. Das heißt in dem Fall zum Beispiel 300 Dollar für die Person bei einem Premier Pack, das sie verkauft in der Downline. Und der nächste 4K in der Enrollment-Linie bekommt nochmal 150 Dollar. Und der nächste 50K in der Enrollment-Linie, das wäre dann der Mentor, bekommt auch nochmal 150 Dollar. Ich weiß, das ist am Anfang ein bisschen kompliziert, das zu verstehen. Ganz wichtig hierbei ist, dass ihr Folgendes bedenkt. Und zwar, es geht hier um die Enrollment-Linie. Also wir reden hier nicht von dem Placement, von dem Aufbau des normalen Sponsorships, das heißt von dem ganz normalen Baum, wie ihr Leute platziert. Das ist vom Volumen abhängig. Da geht es um die Verteilung bzw. das Anrechnen vom Volumen. Bei diesem Bonus, bei dem Crypto-Mining-Bonus, geht es um die Enrollment-Linie. Das heißt um die direkten Linien, wer durch welche ID in WG reingekommen ist. Das ist ganz wichtig und das muss man hier bedenken. Wie gesagt, hier sieht man nochmal die Auflistung, 6% für den Beginner, 3% für den Leader in der nächsten, für den nächsten 4K in der Enrollment-Linie bis Platinum und nochmal 3% für den nächsten Mentor, das heißt für den nächsten 50K oder höher in der Linie. Es gibt jetzt natürlich einige Szenarien, hier kann man das Ganze nochmal aufgelistet sehen. Ja, wenn jetzt natürlich die Person ganz normal, der Beginner, das Produkt eben verkauft und hat keinen Rank, bekommt er die 6% und der nächste 4K in der Enrollment-Linie bekommt 3% und der nächste 50K oder höher in der Linie bekommt die nächsten 3%. Ja, in dem Fall, das kann man hier nochmal illustriert sehen, ist es so, dass du halt, wenn du dann selber noch Frontline setzt, dafür belohnt wirst. Das heißt, bist du aktuell 4K oder auch 50K oder höher, wirst du dafür belohnt, selber wieder neue Frontlines, das heißt selber wieder neue Leute über deine ID zu enrollen, weil wenn du das tust, musst du natürlich den vollen Payout. Das heißt zum Beispiel bei mir jetzt als 100K, wenn ich jemanden neu ins Geschäft bringe mit den Mining-Paketen, bekomme ich den Mentor-Bonus auf dieser Folie. Das heißt, für jemanden, der ein Premier-Krypto-Paket kauft, bekomme ich 600 Dollar, für ein Executive-Paket 300 Dollar und so weiter. Ja, das ist deswegen, weil ich eben schon den Mentor-Bonus-Status habe. Jemand, der einen 4K-Status bis 25K-Status hat, bekommt eben den Leader-Bonus. Das heißt, der würde gerade diese Summe hier eben 450, 225, 90 oder 45 für einen Sign-up von Paketen bekommen. Und der Beginner eben, wie gesagt, wenn er keinen Rang hat, 300, 150, 60 oder 30 Dollar. In dem Fall muss man bedenken, dass es halt extrem mächtig ist, weil wenn du überlegst, was passiert, wenn du in deiner Orga die Minings upsellst, also natürlich auf die Minings auch aufbaust, wirst die Leute in der Orga sich Mining holen, weil es ja extrem lukrativ ist für die Leute aktuell, oder auch Mining eben an Kunden verkaufen, bekommst du als Leader, das heißt als 4K bis 25K oder eben als 50K oder höher, immer diese Differenzprovision, den Leader bzw. den Mentor-Bonus. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Linie starte, ich bin 50K oder höher und in meiner Linie verkaufen neue Leute, also Beginner, das Premier-Paket, bekommt der Beginner, der das Ding verkauft, 300 Dollar und ich bekomme aber auch 300 Dollar Differenzprovision. Ja? Wird derjenige, der den Beginner-Bonus erhalten hat, dann 4K, bekommt er natürlich auch noch den Leader-Bonus. Ja, das heißt 450 Dollar und nicht nur noch 150 als Mentor. Aber ihr seht, was für eine Dynamik dahinter steckt, was man da für ein System aufbauen kann, beziehungsweise wie man da Gas geben kann, wenn man das eben richtig macht und dann richtig darauf aufbaut, weil man eben durch die Differenzprovision belohnt wird dafür, dass man seinem Team beibringt, in seiner Organisation und an Kunden Mining auch zu verkaufen und dadurch auch direkt Provision erhält. Ja, hier auf der Folie sieht man das nochmal ganz gut.
wenn der Mentor selber natürlich ein Paket einschreibt, bekommt der die vollen 12%. Ja, wenn jemand in der Downline ein Paket einschreibt, bekommt der diesen Beginnerbonus 6%, der nächste Leader in der Linie 3% und der Mentor dann oben nochmal 3%. Wie gesagt, ganz wichtig auch in dem Fall, ich weiß, es ist etwas komplizierter zu verstehen ist, nutzt auf jeden Fall eure Upline dafür, dass die das Ganze euch nochmal im Detail erklärt, weil dieser Bonus echt mächtig ist, weil er auch in unendliche Tiefe auszahlt, bis die Leute eben den jeweiligen Rang erreichen und uns ermöglicht, diesen tiefen Volumenplan noch zu kombinieren mit Direktprovisionen beziehungsweise einer Differenzprovision und wir dann darauf eben bezahlt werden, nicht nur die Leute aktiv zu machen mit Platinum Presidential Pack und der monatlichen Autoship, dass die das Ganze nutzen, sondern die Leute nochmal belohnt werden mit einer Direktprovision, wenn sie eben das Ganze, ja, wenn sie das Ganze verkaufen, wenn sie Crypto Mining verkaufen, wenn sie auf ihre Organisation Crypto Mining upsellen, was halt extrem mächtig ist. Also ganz wichtig, beschäftigt euch nochmal damit. Es werden auch in den nächsten Tagen Videos und Dokumente auf Deutsch folgen, die das nochmal auf Deutsch erklären, damit man das im Detail versteht. Setzt euch nochmal mit eurer Upline zusammen und checkt das Ganze nochmal aus. Hier diese Folie könnt ihr auch in den Gruppen sehen, die werde ich nachher nochmal reinscheren, wo man eben sieht, was man in welcher Stufe bekommt, wenn man das Mining verkauft. Und ich glaube, das mit der Differenzprovision hat jetzt auch jeder verstanden, sodass es sehr lukrativ ist, seinem Team zu helfen, das Mining eben zu verkaufen oder helfen zu verkaufen. Ja? Den nächsten Punkt, den wir ansprechen wollen, dazu will ich euch kurz ein Video zeigen und dann gehe ich darauf näher ein. Das ist nämlich unser Mexiko Incentive Trip. So, Video zu Ende, jetzt stoppe ich die Bildschirmübertragung wieder, sind wieder ganz normal im Call. Also, ihr habt gesehen, dass das Video, das ist der Mexico Incentive Trip der Firma WealthTrainer, das dieses Jahr und ich würde mal so sagen, das ist doch extrem krass, was da geboten wird. On top nochmal zu dem Vergütungsplan-Update, zu dem Ganzen, was WealthTrainer das eben bietet. Noch ein Incentive, was wir am Start haben dieses Jahr. Für die genauen Details, checkt es aus unter WealthTrainer.com/incentive-trip. Könnt ihr einfach sehen, wenn ihr auf die WG-Homepage geht, auf Opportunity, dann seht ihr Incentive Trip 2018. Da bietet die Firma eben an, dass du dich durch eigenes Recruiting, das heißt durch das Volumen, was du selber eben erschaffst, durch Sign-ups, durch ja, Kryptoverkäufe und eben durch dein Teamaufbau und deine Ränge, die du machst und die Ränge, die in deinem Team entstehen, belohnt wirst mit bestimmten Punkten für dieses Incentive, eben diese Incentive Points, womit du dich dann für das Incentive qualifizieren kannst. Und einige Leute sind sogar schon qualifiziert, das weiß ich. Es ging also relativ schnell. Das hat erst am 1. Januar gestartet, das Incentive. Und wir haben schon einige Leute im Team, die schon qualifiziert sind. Lasst euch nicht von dieser Rangliste täuschen, die gerade auf der Website ist. Die wird nochmal geupdatet. Die Leute haben schon viel, viel mehr Punkte. Und wenn man das mal so zusammenrechnet, wenn man selbst einen Rang macht, ja, und eben auch auf Autoship ist, dafür wird man auch mit Punkten belohnt, also monatlich dabei ist, aktiv zu sein, dann hat man schon eigentlich die halbe Miete, dann ist man schon quasi fast dabei und je mehr Punkte man eben macht, je mehr kriegt man für seinen Fluggutschein mit dazu, kann dann auch eine Begleitperson mitnehmen, kriegt dann eben noch einen Fluggutschein oder eben sogar noch Taschengeld on top und so weiter. Also extrem genial und solche, ja, solche Incentives haben halt eine extreme Macht. Wenn man als Team dann gemeinsam zu so einem Incentive fährt und da eben Zeit verbringt, ja, die nennen das auch Mexiko Mastermind,
die ganzen Führungskräfte von WG kennenlernt, natürlich auch dann mal die Chance hat, die CEOs persönlich dieser Firma kennenzulernen, hat man natürlich eine mega Magie und kann natürlich da auch den Lifestyle zelebrieren als Team, gemeinsam ein bisschen Spaß haben, entspannen, geile Videos machen, geile Bilder machen, Attraction Marketing betreiben und als Team einfach eine coole Zeit haben. Deswegen sind solche Incentive Trips einfach immer heftig wirksam für den Aufbau eures Network Marketings, eurer Organisation. Und deswegen sollte jeder Einzelne versuchen, nicht nur sich dahin zu bewegen durch eigene Leistung, durch diese Kryptopunkte, sondern alles zu geben, dass er mit seinem Team gemeinsam, mit seinen Leadern, seinen Führungskräften gemeinsam dahin geht und dann natürlich ein geiles Teamgefühl aufbaut, eine geile Culture aufbaut und dass man da gemeinsam am Start ist. Weil das Ganze wird wirklich heftig. Ich habe auch schon von einigen gehört, die so sich mit viel mit Mexiko beschäftigt haben, solchen Reisen beschäftigt haben, dass dieses Hotel absolut krass sein soll und auch der Ort, wo dieses Incentive stattfinden soll, einer der schönsten Orte der Welt sein soll. Das heißt, ich würde sagen, dass wir als Team gemeinsam alle sprinten, ja, Gas geben jetzt im Januar, Februar, März und April, wirklich Vollgas geben, damit wir da als Team gemeinsam am Start sind und da einfach eine fette, geile Zeit gemeinsam verbringen mit den Führungskräften von WG, mit uns allen, mit den CEOs von WG und den Top-Leadern und man da natürlich auch extrem viel nochmal lernen kann und eine geile Zeit verbringen kann, viel Spaß haben kann. Und dafür möchte ich auch nochmal kurz an Tino abgeben, weil Tino, der ist ja insgesamt nochmal 2 Jahre länger in der Industrie im Network-Marketing wie ich. Und der hat schon einige solche Incentive-Trips mit seinen vorherigen Firmen erlebt, in denen er aufgebaut hat. Und er hat mir vorhin gesagt, ich will unbedingt ein kurzes Statement dazu abgeben, wie mächtig solche Team-Incentives sein können, wie genial die sind, weil er das eben schon miterlebt hat. Deswegen gebe ich das Ganze nochmal ab an Tino Taupe, damit er seine Erfahrungen teilt mit euch, wie das Incentive, ja, wie geil das Incentive ist, wie geil solche Incentives eben auf Teamaufbau sich auswirken. Du bist unmuted, Bro. Jetzt bin ich unmuted, perfekt, freut mich. Hallo Leute, wunderschönen guten Abend, wünsche ich euch aus dem verschneiten Österreich. Und ja, Felix hat schon ganz kurz gesagt, ich hatte schon ein paar Mal die Ehre, mit meinen vorherigen Companies bei solchen Incentives dabei zu sein. Und wie Felix das schon gesagt hat, ich war damals leider Gottes, aufgrund von schlechtem Marketingplan und, ja, sage ich jetzt mal, Produkte, die, so wie ich es gestern gesagt habe, verkauft werden mussten und die Leute nicht wollten, ja, war ich leider nur alleine am Start auf diesen Incentives. Aber ich kann euch einen kurzen Einblick geben, was auf solchen Reisen passiert. Und am Ende des Tages, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber du fühlst dich auf solchen Incentive-Trips wie ein kleiner Gott oder auch eine kleine Göttin, ja. Warum? Es ist alles von A bis Z bezahlt, du lernst die CEOs kennen, du kannst Zeit mit den Top-Leadern der Firma verbringen, ja. Für diejenigen von euch, die sich besonders anstrengen, werden wir sogar noch ein Sonderincentive machen. Diejenigen, die die meisten $5,000 Mining-Pakete verkaufen, die dürfen dann mal morgens um 5.30 Uhr mit dem lieben Herrn Alfen am Strand eine lockere 17-Kilometer-Runde joggen gehen. Nee, Spaß beiseite. Aber man fühlt sich dort einfach gut, es ist alles von der Company gepaid. Und was dort passiert, vor allem mit deinem Mindset, wir sagen ja immer, Erfolg beginnt im Kopf. Du fängst dort an zu realisieren, wo dich dieses Geschäft tatsächlich hinbringen kann. Gerade wenn du jetzt im Network Marketing gestartet bist, vielleicht noch neu dabei bist, du hörst immer diese Stories von Leuten, die schon diesen krassen Lifestyle leben, die viel reisen, die sich, keine Ahnung, viele Sachen gönnen können. Aber glaub mir eine Sache, wenn du das selber spürst, wenn du das selber siehst, wenn du das selber erlebst, wenn du selbst dort bist, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Das hilft dir nämlich selbst, das Leben zu visualisieren, das du irgendwann mal leben möchtest. Ich weiß noch ganz genau, in meiner ersten Company habe ich einen hohen Rang abgeschossen. Eigentlich schon bei einem kleinen Rang, da wurden wir das erste Mal eingeladen, Flug, Hotel, alles von der Company gezahlt, hatte ich ein richtig geiles Gefühl. Dann sind wir mal in ein 6-Sterne-Plus-Hotel, in ein Kempinski-Hotel geflogen mit der Company. Das war einfach nur legendary, weil ich dort ganz einfach die Vision geboren habe und mir selbst gesagt habe, hey Tino, irgendwann mal machst du so viel Cash und irgendwann mal ist dein Team so groß, dass du jederzeit, wann du es möchtest, in so ein Hotel fliegen kannst und das ganz einfach für dich genießen kannst. Und genau das werdet ihr dort erfahren. Ihr werdet das am eigenen Leib sehen, spüren, erleben. Und noch geiler ist es natürlich, wenn man gemeinsam mit seinem Teamkollegen dort sein kann, dort masterminden kann, dort neue Pläne schmieden kann und dann voller Energie wieder zurückfliegt und das Ding einfach nur
abreißt. Ja? Ich gebe mal fürs Erste wieder zurück an Felix, aber qualifiziert euch unbedingt für dieses Incentive. Wir werden dort eine sensationelle Zeit haben. Wir werden euch alle CEOs vorstellen. Es wird einfach eine legendäre Zeit. Und glaubt mir eines, ihr werdet zwar als der gleiche Mensch zurückkommen, aber euer Denken wird sich komplett verändert haben. Und ein altes Sprichwort sagt ja, änder was du denkst und du änderst automatisch, was du tust. Und wenn du änderst, was du tust, werden sich automatisch deine Resultate ändern, was sich wiederum auf deinem Bankkonto und so weiter widerspiegeln wird. Danke, Tino. Ja, ich glaube, wir zwei sind schon mega fired up, dass wir da auf jeden Fall mit unserem gesamten Team am Start sind, so viele Leute wie möglich da eben hinbewegen, weil das Ganze ist natürlich eine einmalige Chance, dass die Firma dann nochmal in die Tasche greift, on top zu unserem Vergütungsplan, der sowieso schon 70% oder mehr ausschüttet und dann noch den neuen Compliant, den wir für Krypto haben, wo wir direkt Provision bekommen, haben wir dann auch noch die Möglichkeit von der Firma, dieses Incentive zu nutzen für unseren Teamaufbau. Das ist halt genial, weil ich weiß selber, im Network Marketing, du finanzierst als Leader oft Incentives, ja, lädst Leute ein, versuchst natürlich auch immer dein Geld immer zu reinvestieren und so eine Chance, wie mit diesem Incentive-Trip, den die WG jetzt aufgesetzt hat, ist halt die Chance für jeden Einzelnen, seinem Team einen Incentive bereitzustellen, weil er einen ganz genauen Plan ausarbeiten kann, ja, egal ob jetzt ob das jetzt der Andi ist oder der Alpa ist oder der Basti ist oder sonst irgendwer, wenn ihr hergeht und ganz genau einen Plan jetzt ausarbeitet mit euren Teams, und das sollte jeder Einzelne tun mit seinen Leuten, wie man da am besten hinkommt, beziehungsweise wie die Leute das am besten erreichen, habt ihr ein Incentive für euer Team und könnt es zu eurem Incentive machen und gemeinsam mit euren Leuten, euren Leadern, eurem Team darauf hinarbeiten. Das hat eine krasse Magie und macht es halt extrem einfach, nochmal sein Netzwerk sehr stark zu motivieren, sehr, sehr stark zu pushen. Deswegen kann ich jedem Einzelnen ans Herz legen, ja, das Ganze für sein Team zu nutzen, auch genau zu checken, was die Regularien sind, wie man das erreicht, für was man wie viele Punkte bekommt und dass ihr einen genauen Plan mit eurem Team dafür ausarbeitet. Wie gesagt, checkt das Ganze, wealthtraders.com, Opportunity, Incentive Trip 2018, da seht ihr alle Details dazu. Ein weiteres Thema, was Tino und ich mit euch besprechen wollen, ist eine Sache, die uns beiden sehr am Herzen liegt. Und zwar, ja, wir haben gesagt, wie wir WG gestartet haben, wir wollen wirklich auch eine Legacy aufbauen. Ja, wir wollen Leute wirklich voranbringen und wir wollen natürlich auch immer komplett ehrlich und transparent sein. Eine Sache, die uns beiden aufgefallen ist und wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir unbedingt mit euch noch teilen, ist, dass wir oft sehen, dass Leute einfach noch unserer Meinung nach zu wenig Eigeninitiative ergreifen, zu wenig unabhängig arbeiten, um halt wirkliche Top-Leader in dieser Industrie zu werden. Ja, weil bei uns beiden, bei Tino und mir, war das relativ ähnlich. Wir haben nicht zusammen ein Network gestartet, aber uns natürlich die Stories jeweils erzählt. Und bei uns war es so, dass wir von Anfang an sehr viel auch alleine machen mussten, ja, weil jetzt keine besonders starke Upline da war und dadurch natürlich auch ins kalte Wasser geschmissen wurden. Und uns beiden ist aufgefallen, dass wir dadurch extrem viel gelernt haben. Und was wir damit meinen ist, dass man einfach versucht, auch wirklich auf selbstständiger Basis halt sein Netzwerk aufzubauen und zu pushen und sich nicht darauf zu verlassen, dass jetzt Calls, Zoom-Calls von der Upline abgesetzt werden, dass Events oder Meetings Upline, dass man eben wartet, dass irgendwelche Tools kommen oder Videos oder Erinnerungen kommen, sondern dass man dieses Geschäft wirklich wie sein eigenes Geschäft betrachtet und einfach selber rangeht und dann sagt, okay, das ist mein Geschäft und ich mache das Ganze, ich mache meine Meetings, ich mache meine One-on-Ones, ich mache meine Events, ich gebe einfach Gas und hole dann eben meine Upline, egal ob das ein Alpa Aytekin ist, ob das ein Tino Taupe ist, ob das ein Andreas Ma ist, ja, oder sogar dann ein Aytekin Toys, den hole ich dann mit dazu und frage ihn, ob er meine Message bei meinem Event, Meeting oder sowas droppt oder ob er mir helfen kann. Aber ich ergreife einfach Eigeninitiative als Leader, meine Mannschaft zu führen und meine Sachen zu organisieren, wie eben Teamcalls, wie Events, wie Meetings, wie Rekrutierungsgespräche und so weiter oder wie eben auch Tools oder ich mache meine eigenen Videos, meine eigenen Präsentationen und gebe einfach Gas und gehe als Leader voran, weil wenn du ganz groß in dieser Industrie verdienen möchtest, dann musst du irgendwann einfach eine Führungsperson werden und Führungspersonen, die warten nicht, bis sich die Umstände ändern, die warten nicht, bis die Umstände sich verbessern, sondern die machen einfach das Beste draus, die nehmen das Wetter, wie es ist, setzen die Segel, tun alles dafür, dass Erfolg ausgelöst wird und lösen den Erfolg dann aus. Und das nennen wir immer, also Tino und ich, nennen das immer Upline-Mindset. Und in dem Thema würde ich auch gerne nochmal an Tino abgeben, damit er nochmal was zum Thema Upline-Mindset sagt, beziehungsweise seine Story dazu teilt.
Dementsprechend das Wort geht nochmal an dich, Tino. Okay, Stummschaltung ist wieder aufgehoben. Danke, Felix. Ja, warum wollten wir dieses Thema ansprechen? Bitte nicht falsch verstehen, ja. Auch für die Leute, die sich morgen die Aufzeichnung von dem Call angucken werden. Wir sprechen dieses Thema jetzt nicht an, weil wir irgendjemandem auf den Schlips treten wollen oder weil wir sagen wollen, hey, irgendjemand macht's falsch oder irgendjemand macht zu wenig oder so. Ganz im Gegenteil. Ich spreche dieses Thema ganz einfach aus einem Grund an, weil ich in meinen 6 Jahren Network Marketing immer wieder ein Verhalten beziehungsweise immer wieder einen gewissen Typen Menschen kennengelernt habe, ohne dass ich damit jetzt jemanden angreifen will. Ich will einfach nur meine persönliche Erfahrung mitgeben. Leute tendieren dazu, ein paar große Fehler zu machen. Fehler Nummer 1 ist folgender Fehler. Du wartest, bis dich irgendjemand motiviert. Wie oft habe ich schon den Anruf bekommen von Leuten aus meiner Downline, die zu mir gesagt haben, hey Tino, heute war ein richtiger Scheißtag, jetzt musst du mich aber motivieren. Fehler Nummer 1, warte nicht darauf, dass dich irgendjemand motiviert. Fehler Nummer 2, ich kriege regelmäßig Anrufe, hey Tino, wann findet denn das nächste Event in Salzburg statt? Wann findet denn das nächste Event in Klagenfurt statt? Ich hätte da 2, 3 Leute, die sich das anhören wollen. Fehler Nummer 2, warte niemals aufs nächste Event. Sei selber das nächste Event. Und ich sage dir heute ein Geheimrezept von mir, wie ich es geschafft habe, am Anfang überhaupt mal als Sprecher aktiv zu werden, überhaupt mal mein eigenes Event zu starten. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe einen Marketingplan erklärt, der sich rechnerisch niemals ausgegangen wäre. Und ich habe das Produkt wahrscheinlich so stümperhaft erklärt, wenn da ein Polizist im Raum gesessen wäre, hätten sie mich sofort mitgenommen, weil da war alles von vorn bis hinten falsch mit den schlimmsten Heilaussagen damals noch bei einem Gesundheitsprodukt. Und trotzdem sind auf diesem Meeting Leute gestartet und es sind auch viele in dem Raum gesessen, die mich gefragt haben, ob ich komplett von der Rolle bin und die gemeint haben, das war der letzte Mist. Aber was ist dadurch passiert? Ich habe gelernt, habe es wieder gemacht, habe es wieder falsch gemacht, habe gelernt, hingefallen, aufgestanden und irgendwann mal, wenn du mal 40, 50 Termine und Events selbstständig gemacht hast, dann bist du einfach ein genialer Sprecher. Das ist Fakt. Das ist zu 100% so. Und ihr müsst euch einfach trauen, aus eurer sogenannten Komfortzone rauszutreten. Aus eurer sogenannten Komfortzone rauszutreten und einfach die Dinge zu machen, die euch vielleicht unangenehm sind. Ich bin auch so ein Typ, nur weil ich jetzt 6 Jahre im Network bin, heißt das nicht, dass mir nicht manche Dinge heute noch unangenehm sind oder dass ich manche Sachen nicht, sage ich jetzt mal, ja, mit einem gewissen schlechten Bauchgefühl praktiziere. Aber einer meiner Mentoren, Jim Rohn, solltet ihr euch alle mal reinziehen, falls ihr den noch nicht kennt, gibt es unglaublich viel Free-Content auf YouTube. Der lebt mittlerweile nicht mal mehr, aber hat halt unglaublich viel Content geshared. Und der sagt Folgendes. Er sagt, verbringe 80% deiner Zeit mit Dingen, die dir unangenehm sind und investiere 20% deiner Zeit in Dinge, die du sowieso aus dem Ärmel schütteln könntest zu jeder Tages- und Nachtzeit. Warum ist das so ein wichtiges Prinzip und warum sollen wir jetzt absichtlich Dinge tun, die uns vielleicht schwerfallen, absichtlich vielleicht Dinge tun, die uns vielleicht ein unangenehmes Gefühl bieten? Ganz einfach. Wenn du eine Sache nur oft genug wiederholst, wenn du eine Sache nur oft genug praktizierst, wird sie irgendwann zur Gewohnheit. Und Gewohnheiten schüttelst du dann irgendwann aus dem Ärmel. Es gibt immer Bereiche, wo wir uns alle verbessern können. Und gerade bei neuen Leuten oder bei Leuten, die vielleicht auch schon ein paar Monate im Network sind, aber noch nicht den Erfolg, den Kick erlebt haben, der ihr Business aufs nächste Level bringt. Ich sage euch, es liegt zu 99% immer daran, dass ihr diese typischen Fehler macht. A, ihr wartet darauf, dass sich jemand motiviert. B, ihr wartet darauf, dass das nächste Event stattfindet. C, ihr wartet darauf, dass die Upline den nächsten Call ansetzt und so weiter und so weiter und so weiter. Ich vergleiche das immer mit dem Fußball. Wenn du jemand bist, der im Network 6-stellig oder höher verdienen möchte, das ist die Champions League des Network Marketing. Wenn du jemand bist, der auf die Upline wartet, wenn du jemand bist, der wartet, dass ihn jemand motiviert und der sich nicht selbstständig motivieren kann und durchziehen kann. Das vergleiche ich immer mit der Kreisliga beim Fußball. Ja? Wo musst du mehr trainieren im Fußball, um gutes Cash zu verdienen? Ja, natürlich für die Champions League. Wo hast du mehr Probleme? Wahrscheinlich auch in der Champions League, ja? Weil in der Kreisliga gehe ich am Wochenende auf den Fußballplatz, drehe 3-mal den Ball ins Tor und trinke danach eine Kiste Bier und gehe nach Hause
und es ist mir wieder egal. In der Champions League muss ich täglich trainieren. Ich muss über meine Grenzen gehen. Und einer meiner Mentoren hat mir mal gesagt, das ist komischerweise ein Sporttrainer, ja, der hat gesagt, hey, wenn du ein Champions League-Einkommen erzielen möchtest, dann kannst du nicht mit dem Mindset von einem Kreisliga-Kicker da rangehen. Gleiches gilt fürs Network Marketing. Wenn du im Network Marketing ein sechsstelliges Einkommen generieren möchtest, dann kannst du nicht mit einem Hartz-IV-Mindset an die Sache herangehen und sagen, jo, heute tue ich, morgen nicht, übermorgen tue ich, dann wieder nicht. Jetzt warte ich, dass der Felix mich wieder motiviert. Jetzt warte ich auf den nächsten Call. Fangt an, Dinge selbstständig umzusetzen. Und ich kann euch eine Sache versprechen. Ihr seid gut genug, um das durchzuziehen. Und jeder einzelne von euch, der mir heute zuhört, ist besser, als er aktuell denkt und ist imstande, mehr zu leisten, als er sich aktuell vorstellen kann. Warum ich mir da so sicher bin, ganz einfach, für diejenigen, die auf unserem letzten Event waren, die wissen Bescheid. Denkt mal zurück an die Fotos, die ich euch gezeigt habe von mir, als ich meine Network-Marketing-Karriere gestartet habe. Mit den langen Haaren, ja, mit 56 Kilo Kampfgewicht, ohne Bart, ja. Habe ausgesehen wie ein junger Justin Bieber, nur dass ich nicht singen konnte und auch nicht sprechen konnte, mich nicht artikulieren konnte, über meinen Schatten springen musste. Und heute ist es mir völlig egal, ob ich vor 5, 15, 25 oder 5000 Leuten spreche, weil das Ganze für mich eine Gewohnheit ist. Warum? Weil ich in den letzten 6 Jahren, glaube ich, über 3000 Meetings und Termine gesprochen habe. Und mit der Zeit kommt die Routine. Das heißt, wenn du ein Profi werden willst in dem, was wir hier tun, wenn du ein Profi im Network Marketing werden möchtest, dann triff heute die Entscheidung, mit einem professionellen Mindset an die Sache heranzugehen und versuche, Dinge selbst zu lösen. Ich sage meinen neuen Jungs, die starten immer, hey, ich als deine Upline bin da, um dich auf Schritt und Tritt zu unterstützen. Aber ich bin nicht da, um es für dich zu machen. Du musst den Weg gehen. Ich werde immer hinter dir stehen, ich werde dich immer begleiten. Und wenn du ein Problem hast, kannst du mich immer anrufen. Wenn du keine Lösung findest, werden wir zusammen eine Lösung finden. Wenn du bei einem Termin verkackst, werden wir so lange zusammen Termine machen, bis du dir sicher bist. Aber du musst die Initiative zeigen und ich werde hinter dir stehen. Und mit dem Mindset müsst ihr eure Upline sehen. Und mit der genau gleichen Einstellung müsst ihr mit Leuten in eurer Downline arbeiten. Weil wenn ihr alles für eure Leute macht, den Fehler habe ich auch oft gemacht, eine neue Person gesponsert und ich habe den beim Termin nicht mal zu Wort kommen lassen, was ist automatisch passiert? Ich habe ihn dahingehend beraubt, sich zu entwickeln und der konnte nicht mal in die Selbstständigkeit kommen. Und das ist ein Ding, das wir beherzigen müssen, weil wir dafür da sind, um den Weg vorzugehen und um hinter unseren Leuten zu stehen, aber keinesfalls dafür da sind, um die Arbeit für andere zu machen. Ganz, ganz wichtiger und ganz, ganz essentieller Punkt. Das Ganze kommt von einem Typen. Felix hat sich gerade schon gesagt, Felix hatte in seinem Leben nie eine richtige Upline. Ich hatte in meinem Leben jetzt nie den klassischen Sponsor, der mit mir auf Termine gegangen ist und so weiter. Als ich und Felix uns entschlossen haben, zusammenzuarbeiten, da konnte der schon alles, dem musste ich nichts mehr beibringen. Und bei mir war es so, ich habe es mir auch selber beigebracht und mir musste dann auch niemand mehr was beibringen. Das, was ich noch wissen musste, habe ich mir geholt, weil ich die Fehler schon gemacht habe, weil ich gewusst habe, wo meine Schwächen sind. Und dadurch, dass ich wusste, wo meine Schwächen sind, habe ich gelernt, die richtigen Fragen zu stellen. Und jetzt versetz dich mal in die Situation, du bist heute neu gestartet. Wenn du nicht vom ersten Tag an beginnst, Fehler zu machen, wirst du niemals wissen, wo deine Schwächen liegen. Du wirst niemals wissen, in welchen Bereichen du noch besser werden musst. Und genau das ist so wichtig. In der Schule wird uns immer gesagt, hey, Fehler machen sind schlecht, ja. Dann nimmt die Lehrerin oder die Professorin den Rotstift und wenn wir ein Wort falsch schreiben, wird das mal rot durchgestrichen. Wenn wir eine Rechnung falsch rechnen, wird das rot durchgestrichen. Unsere Arbeit wird mit 5 oder 6 bewertet. Warum? Weil wir einen Fehler gemacht haben. Das heißt, wir wachsen mit dem Denken auf, unsere Realität ist es, dass Fehler machen etwas Schlechtes ist. Und ich sage euch heute eine gute Nachricht. Im Network Marketing ist es das Wichtigste, Fehler zu machen. Immer und immer und immer und immer wieder. Weißt du, wer im Network Marketing das geilste und das meiste Geld verdient? Derjenige, der auf täglicher Basis die meisten Fehler macht. Ey, ich mache jeden Tag Fehler. Unglaublich.
ab und zu lache ich über mich selber. Da der Manuel sitzt gerade neben mir, ja, da kann ich das bestätigen. Ich rufe den oft an und sage ihm, hey Bro, ich habe heute beim Termin wieder den übelsten Scheiß gelabert. Unglaublich, was ich heute wieder für den Schwachsinn fabriziert habe. Ich habe mich versprochen, ich habe gestottert. Ich habe dem gesagt, das Mining-Paket kostet statt 5.099 Dollar 9.055 Dollar. Der hat es trotzdem gekauft. Unglaublich, was ich heute wieder für einen Schwachsinn fabriziert habe. Und das ist genau das Wichtige. Akzeptier dich selbst, akzeptier deine Fehler und fang an, deine eigenen Schwächen zu analysieren. Das kannst du aber nur, wenn du anfängst, selbstständig zu arbeiten. Und einen letzten Satz möchte ich dazu noch sagen. Bei unserem letzten Event in Köln, da saß ich im Publikum und ich war einfach nur geflasht, weil ich Leute aus unserem Team gesehen habe. Manche davon habe ich noch nicht mal persönlich kennengelernt bis zu diesem Tag. Und ich war so geflasht von der Qualität. Ich habe diese Jungs gesehen, die waren teilweise 2-3 Monate im Network, manche sogar noch kürzer, und stehen da vor 400 Menschen und hauen eine Message raus. Besser hätte ich selbst nicht machen können, besser hätte es ein Felix nicht machen können, besser hätte es ein Eiteki nicht machen können. Es war einfach eine Top-Message. Und das hat mir wieder eine Sache gezeigt, dass der Wille und der Glaube an sich selbst oft Berge versetzen kann. Entwickelt diesen Willen. Glaubt an euch selbst. Sagt euch jeden Tag, dass ihr gut genug seid, um das Ding zu rocken. Und wenn ihr mal hinfallt, kein Problem, wir sind da, um euch aufzufangen. Wenn ihr mal einen Fehler macht, kein Problem, wir stehen hinter euch und helfen euch, die Fehler auszumerzen. Aber geht raus und macht so viele Fehler wie möglich. Ich habe mir am Anfang, als ich Network gestartet habe, eine Strichliste gemacht, ja. Manche Menschen notieren ihre Neins. Ich habe mir jedes Mal notiert, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Da habe ich einen Strich gemacht. Und der Zettel, alter Schwede, da hätte ich ein Buch voll kritzeln können, ja. Und das geht auch heute noch weiter, ja. Ich habe in meinem Leben schon 4 Bücher geschrieben, wo nur Striche drin sind, weil ich jeden Tag so viele Fehler mache. Aber dadurch werde ich besser, dadurch lerne ich. Und nur deswegen ist mein Einkommen heute so hoch. Und jeder von euch, der das Gleiche tun wird, der anfangen wird, Fehler zu machen, der einfach anfangen wird, sein Ding durchzuziehen, no matter what, der wird früher oder später auch so ein Einkommen erzielen. Ein Satz noch zum Abschluss, der ist sehr, sehr wichtig. Mir wurde mal von einem sehr, ja, sag ich mal, einflussreichen Mann, der heißt Darren Hardy, keine Ahnung, ob ihn der ein oder andere schon mal gehört hat, einer meiner Lieblingsspeaker in der kompletten Speaker-Szene, in der kompletten Coaching-Szene. Und der hat gesagt, how you do anything is how you do everything. Und an diesem Tag habe ich mir gedacht, hey, ist ja alles cool. Ich mache meine Fehler leidenschaftlich gerne, also werde ich auch andere Sachen in Zukunft gut hinkriegen, ja. Ich greife leidenschaftlich gerne ins Klo und mache alles falsch, was man nur falsch machen kann. Aber irgendwann fange ich an, daraus zu lernen. Und irgendwann bin ich so gut, dass keiner mehr an mir vorbeikommt. Be so good, they can't ignore you. Aber der größte Meister, der größte Meister, der beste Sportler, der schnellste Läufer, der beste Schwimmer, der beste Formel-1-Fahrer, der Networker mit dem größten Einkommen, all diese Leute waren irgendwann mal Lernende und haben Fehler gemacht und machen sie auch heute noch auf täglicher Basis. Deshalb einfach rausgehen, machen, und wenn ihr was falsch macht, völlig egal, ihr werdet dadurch besser, und je besser ihr werdet, desto mehr werdet ihr verdienen. Ich übergebe wieder an Felix, sage danke fürs Erste und see you soon. Vielen Dank, Tino, für die Hammer-Message, ja, genauso ist es. Und es ist uns oft aufgefallen, dass eben Leute da vielleicht einfach noch zu zimperlich sind, zu viel Angst haben oder auch vielleicht zu sehr bemuttert werden von ihren jeweiligen Sponsoren. Macht es auf jeden Fall so, setzt es um, be your own leader. Und da kommen wir gleich zum letzten Punkt, den Tino und ich mit euch besprechen wollen. Und zwar unser Event am 25.02. jetzt in Düsseldorf. Ich war heute bei der Location, um das Ganze abzuwickeln. Und ich kann euch eins sagen, ja, diese Location ist richtig, richtig heftig. Also das ist im Kino, in dem UCI-Kino in Düsseldorf im Hafen. Das ist wirklich eine krasse Location, also ein Kinosaal, eine Top-Location, wo wir einfach ein heftiges Event veranstalten werden am 25.02. Und genau da geht's los mit diesem Upline-Mindset, weil du solltest jetzt, spätestens jetzt anfangen, auf dieses Event einzuladen und vor allem noch viel mehr dieses Event als dein Event zu sehen. Ich habe in meiner Network-Marketing-Karriere sehr, sehr viele Events genutzt. Und immer wenn es solche Events waren, ja, in Düsseldorf ist das Ganze, weil jemand dir gerade Aachen geschrieben hat, nein, in Düsseldorf,
falls ich mich versprochen habe. Und ich habe immer diese Events als Trigger genutzt für mein Business. Weil, wenn du so ein Event von deiner Upline hast, was die Upline eben organisiert, solltest du nicht sagen so, yo, das ist ein Tino sein Event, das ist ein Felix sein Event, das ist ein iTech and Toy sein Event, sondern du solltest einfach sagen, das ist mein Event, ich habe die größte Mannschaft da, ich werde die größte Truppe da haben, ich werde die meisten Interessenten da haben und es ist mein Event. Jeder Einzelne in unserer Organisation oder in eurer Organisation sollte auf dieses Event jetzt in den nächsten 9 bis 10 Tagen bis zu diesem Event hinarbeiten, als wäre es sein eigenes Event. Und diese Events haben nämlich dann eine extreme Dynamik in deinem Business, weil diese Events der Grund sind, dass du einfach dein Einkommen mal schnell verdoppeln oder verdreifachen kannst, was sonst in keiner unternehmerischen Branche so einfach möglich ist wie im Network-Marketing über solche Events. Ich kann mich noch an Events erinnern vor 3, 4 Jahren, einige sind sogar im Call, die da mit dabei waren, ja, da sind wir ungelogen sonntags, also genau genommen Samstagnacht, losgefahren nach Salzburg, 15 Stunden, um ein Event zu machen mit Tino Taupe damals zusammen, ja, in Salzburg. Und dann sind wir Sonntagnacht wieder zurückgefahren, die Leute sind pünktlich zur Arbeit angekommen und sind dann arbeiten gegangen, haben hunderte Euros für Bus, Tickets, Essen und sonst irgendwas ausgegeben, waren den ganzen Tag unterwegs, einfach nur um dieses Event mitzubekommen. Ratet mal, die Leute hatten damals sogar Interessenten dabei, also Interessenten, die 15 Stunden hin, 15 Stunden zurückgefahren sind, nur um ein Event in Salzburg zu sehen, aus Köln. Und das Ganze hat unserem Business so einen krassen Boost gegeben. Vielen Leuten auf der Tour im Januar habe ich dieses Video gezeigt, ja, wo die Leute auf der Straße da so unser GOW-Movement rufen. Das war genau bei diesem Event. Und diese Events haben eine extreme Dynamik und sind der Social Proof. Wir werden dafür sorgen, eure Leader werden dafür sorgen, dass das Event bombastisch wird, dass alle Interessenten begeistert sein werden, dass wir Zeit haben werden, auch diese Interessenten dort vor Ort einzuschreiben und die Fragen zu beantworten und dann gleich auch zu trainieren und euch zu trainieren und auf ein neues Level zu bringen. Und wenn ich eins in dieser Industrie im Network Marketing so stark feiere, dann sind es diese Events, weil wo sonst, in welchem Job hast du die Möglichkeit, einfach solche Events für dein Business zu nutzen, dein Business damit hochzufahren, vor Menschen zu besprechen, Menschen zu begeistern, Menschen zu inspirieren. Diese Events haben einfach die größte Macht und die größte Dynamik im Network-Marketing. Und jeder, der diese Events nicht für seinen Teamaufbau nutzt, der lässt meiner Meinung nach im Network-Marketing 50%, 60%, 70% der Energie liegen. Ja, weil diese Events alles sind. Ja, theoretisch, es gibt Organisationen, die bauen nur auf ein monatliches Event auf und die Leute machen nichts anderes, außer einen Monat nur auf ein Event hinzuarbeiten. Und solche Events haben wir jetzt am laufenden Band und werden jetzt am 25.02. mit dir ein heftiges, richtig geiles Event veranstalten. Ich kann euch nur einen Tipp geben. Wir haben heute Freitag, es sind noch 9 Tage bis zum Sonntag nächste Woche, bis dieses Event stattfindet. Macht nicht den Fehler wie die meisten und fangt am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag nächste Woche an, auf das Event mit eurem Team hinzuarbeiten und zu sagen, hey Robin, wie viel hast du dabei? Hey Domenico, hast du schon mal gefragt, ob vielleicht wer kann? Ja, sondern arbeitet ab heute Vollgas auf dieses Event. Es sind 9 Tage. Leute, in 9 Tagen kann jeder in diesem Call, jeder in eurer Downline, jeder, der in unserem Team ist, mindestens 5 bis 10 Interessenten dahin bringen. Das kann jeder noch schaffen, weil noch genug Zeit ist und er kann auch dafür sorgen, dass sein Team auch Interessenten damit hinbringt und auch wirklich jeder dahin kommt. Deswegen fangt jetzt an, auf dieses Event hinzuarbeiten. Nicht in 2 Tagen, nicht in 3 Tagen, sondern ab jetzt, ab morgen direkt 9 Tage Zeit, Vollgas auf dieses Event hinzuarbeiten. Und dieses Event kann für euch bedeuten, dass sich euer Einkommen verdoppelt oder sogar verdreifacht und ihr wirklich so einen richtig krassen Sprung macht. Weil diese Sprünge im Einkommen, das kann Tino zu 100% nochmal bestätigen gleich, die kommen immer durch solche Events. Wenn unser Einkommen im Network Marketing wirklich hoch geballert ist oder sich verdoppelt, verdreifacht, dann war das immer durch solche Events, die einfach ein richtiger Trigger da sind. Weil was passiert mit Menschen, wenn sie auf solchen Events sind? Sie sehen den Social Proof, sie sind 300, 400, 500 Leute in einer Halle, die begeistert sind, die applaudieren, die on fire sind und die sehen, okay, dieses Business funktioniert. Diese Leute hier verdienen Geld, diese Leute hier kommen voran, diese Leute hier haben eine krasse Energie und dann starten die Leute und sie bekommen den Proof, dass das Ganze funktioniert und starten sofort mit einer anderen Dynamik, als wenn du die daheim irgendwie einschreibst oder bei einem One-on-One-Gespräch im Brownies in unserem Kölner Café, wo wir die Meetings machen, ja, einschreibst. Das ist was anderes. Ja, da kommt eine richtige, heftige Energie auf bei diesen Events und deswegen sind diese Events so extrem wichtig. Ich würde sogar heute sagen, Events sind der wichtigste Faktor im Network-Marketing, weil da einfach die Dynamik und die Energie extrem krass gepusht wird. Das heißt,
nutzt das Ganze nicht so, hey, wir haben wieder ein Event, sondern hey, ich habe nächsten Sonntag ein Event und dieses Event ist mein Teamaufbau. Und ihr solltet so rangehen, als hätte jeder einzelne von euch, als hätte der David Dick, dieses Event vorfinanziert mit 10.000 Euro. Und er gesagt, ich mache das, muss ich für mich lohnen und ich muss das für mich als Businessaufbau und Trigger nutzen. So musst du da rangehen, so muss man da rangehen und dann dementsprechend darauf hinarbeiten. Und dann kann man mit so Events einfach die heftigste Dynamik erzeugen. Und was auch noch ganz am Ende eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist, bei diesen Events treffen Leute oft nicht nur die Entscheidung zu starten oder das Ganze durchzuziehen, sondern die Leute treffen auch oft die Entscheidung, dieses Business wirklich krass ernst zu nehmen, zum Beispiel das Vollzeit zu betreiben. In meiner Organisation haben die meisten Menschen nach einer Convention-Event, unter anderem auch ich selber, die Entscheidung getroffen, das Vollzeit zu machen, wirklich das echt endlich richtig ernst zu nehmen und das Ganze komplett all the way up hochzuschießen mit ihrem Team. Deswegen mein Tipp an euch, es gibt nichts Wichtigeres als diese Events. Meldet euch an auf unserer Website, die wir extra für das Event gemacht haben. Promotet das Event, ladet für das Event ein und geht vor allem sicher, dass jeder in eurer Downline, egal ob tot, halbtot, hart arbeiten, wenig arbeiten, motiviert, wenig motiviert, on fire oder nicht on fire, dahin kommt und sich eine neue Motivationsspritze abholt und mit neuen Leuten dort gleich sein Business auf ein komplett neues Level bringen wird. Wir haben Leute, die kommen von überall her, Hannover, Stuttgart, München, ja auch aus Österreich werden die Leute anfliegen bzw. anreisen. Deswegen no excuses, nutzt dieses Event, habt neue Leute am Start, lasst uns das gemeinsam zu einem richtig, richtig geilen, unvergesslichen Tag machen. Für die letzten paar Worte möchte ich nochmal an Tino abgeben, der in seiner Karriere-Network Events wirklich immer für seinen Businessaufbau genutzt hat. Das weiß ich früher, wie wir noch Crossline waren, also in quasi zwei Konkurrenzteams, aber trotzdem schon zusammengearbeitet haben. Weiß ich immer noch, wie sein Name auf den Events promotet und gerufen wurde, weil er immer die heftigst größten Squads am Start hatte. Und genauso soll jeder von euch auch die größte Squad nächsten Sonntag am Start haben, die dann euren Teamnamen, euren Namen ruft und wir gemeinsam da richtig Spaß haben. Das Wort geht nochmal an Tino Taupe. Okay, ich bin unmuted. Ja, Felix hat es gerade gesagt, auch die Leute aus Österreich werden anfliegen. Also ich für meinen Teil fahre mit dem Auto. Ja, ich vertraue Germanwings nicht zu 100% deswegen, aber das nur am Rande, ja. Warum sind Events so wichtig? Und keine Angst, maximal noch 3 Minuten, ja. Ich möchte euch jetzt gar nicht erzählen, wie viele Leute ich schon auf Events hatte oder so, völlig uninteressant. Ich möchte euch die Geschichte von meinem ersten Event erzählen. Das war der 13. November 2012. Das war mein erstes großes Event. Das war in Wien. Das ist 400 Kilometer circa von meiner Heimatstadt entfernt. Und ich war damals Student, notorisch pleite und hatte ein sehr unbequemes Auto. Warum ich euch das mit dem unbequemen Auto jetzt erzähle, da komme ich später noch dazu, war nebenbei bemerkt ein alter Golf, Baujahr 2000. Ja, unglaublich schön. Sehr viele Rostflecken, Sonderlackierung habe ich immer dazu gesagt, ja. Und ich bin zu diesem Event gefahren, weil mir von meiner damaligen Upline gesagt wurde, hey, auf Events werden lebensverändernde Entscheidungen getroffen. Ich wollte da zuerst nicht hin, weil ich mir gedacht habe, es sind 400 Kilometer und ich kann es mir nicht leisten. Aber ich habe so viel Gutes über Events in dieser Größe gehört, dass ich unbedingt dabei sein wollte. Bin dann dorthin gefahren und bin schon einen Tag vorher angereist. Ja. Im Kofferraum mein Sakko, meine Anzughose, meine Anzugsschuhe, naja, Anzugsschuhe konnte man das nicht nennen, aber es waren halt Schuhe, ja. Und die haben halt, ja, von den paar Tretern, die ich hatte, am besten zum Anzug gepasst. Und natürlich hatte ich kein Geld fürs Hotel. Und natürlich hatte ich kein Geld fürs Ticket. Ich bin da einfach hingefahren, habe mich auf den Hotelparkplatz gestellt, habe gesehen, wie die anderen Leute aus meiner Firma im Hotel einchecken und habe es mir mal schön auf der Rückbank bequem gemacht, ja. Meine Oma hat mir 2 Jahre zuvor zu Weihnachten so eine Wolldecke geschenkt. Mit der habe ich mich zugedeckt, den Motor konnte ich nicht laufen lassen, weil ich sonst kein Geld mehr fürs Nachhausefahren gehabt hätte, weil Kohle halt knapp war. Bin dann vor dem Hotel kampiert, auf der Rückbank gepennt, bin am Morgen mit einer verfluchten Erkältung aufgewacht, bin ins Event reingesteppt, das war ein 2-Tages-Seminar, haben mir das Seminar gepresst, wieder ins Auto, wieder auf der Rückbank gepennt. Und im November könnt ihr euch vorstellen, es waren nicht unbedingt die besten Bedingungen. Aber warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, weil so viele Menschen immer Ausreden haben, warum sie nicht dabei sein können.
Ja, ich komme aus Köln und das ist in Düsseldorf. Ich meine, es ist schon eine weite Fahrt. Ja, ich komme aus Frankfurt, das sind schon 200 Kilometer. Ja, ich habe keine Lust, eine Stunde dahin zu fahren. Ja, ich habe keine Lust, den Eintrittspreis zu bezahlen. Ja, keine Ahnung, das findet auf einem unvorteilhaften Wochentag statt. Ich war am Vortag feiern, ich habe keine Lust. Meine Freundin hat Geburtstag, mein Hund will Gassi geführt werden. Meine Tante hat zufällig angerufen und kommt jetzt vorbei. Ich muss jetzt 7 Cappuccino trinken und dann noch ein Croissant essen. Es gibt die wildesten Ausreden. Ey, ihr müsst euch vorstellen, Düsseldorf natürlich, ja. Ihr müsst euch vorstellen, in meinem letzten Unternehmen ruft mich mal ein Teampartner an und sagt zu mir, hey Dino, ich kann nicht zum Event kommen, weil ich habe bei World of Warcraft mit meiner Gilde so ein Event, wo wir zusammen irgendeinen Endboss besiegen. Und das sind halt Dinge, die ich absolut nicht verstehen kann, weil es meiner Meinung nach als Geschäftsmann, als Networker nichts Wichtigeres gibt als solche Events. Bayern München trainiert die ganze Woche, damit die am Wochenende spielen. Wir trainieren das halbe Jahr, damit wir am Event glänzen können, damit wir unsere Stories auf der Bühne erzählen können, damit wir die Leute und die neuen Ränge im Team feiern können, vor allem aber, weil wir einen Mehrwert vermitteln wollen. Und glaubt mir eine Sache, wir Menschen sind Herdentiere und da nehme ich mich gar nicht mit aus. Ja? Wir sind Herdentiere und wir haben immer diese Aha-Momente, diese Momente, wo wir sagen, hey, jetzt hat es bei mir Klick gemacht, wenn wir mit vielen Menschen, die die gleichen Interessen, die gleichen Visionen und die gleichen Ziele teilen, auf einem engen Raum beisammen sind, eine einheitliche Message anhören und uns das gemeinsam reinziehen. Da entsteht Euphorie, da entsteht Teamgefüge und du wirst durch die ein oder andere Story, die du in Düsseldorf auf der Bühne hören wirst, vielleicht die Entscheidung für dich treffen, das ganze Ding richtig durchzuziehen, das Ganze auf ein neues Level zu bringen und das Ganze für dich in die Höhe zu schrauben. Das heißt, sei unbedingt selbst auf dem Event, aber noch wichtiger, sorg dafür, dass dein ganzes Team auf dem Event ist. Mir wurde mal gesagt, hey Dino, für jeden neuen Teampartner, den du am Event hast, wirst du im nächsten Jahr 1.000 Euro mehr verdienen. Und glaubt's mir oder nicht, das war tatsächlich so. Für jeden neuen Teampartner, immer wieder sind neue Explosionen entstanden, immer wieder ist neues Momentum entstanden, weil gerade die neuesten Personen auf solchen Events die Entscheidung für sich treffen, Network Marketing ernst zu nehmen. Und wir als Leader, selbst wenn du das schon 100-mal gehört hast, müssen ganz einfach in einer Vorbildfunktion sein, auf den Events präsent sein, auch wenn wir keine neuen Leute haben, auch wenn wir keine Lust haben, auch wenn wir lieber World of Warcraft spielen wollen oder Cappuccino trinken oder whatever. Wir haben eine Vorbildfunktion und das ist der letzte Satz, den ich euch mitgeben möchte, der mich seit 6 Jahren durch meine Network-Marketing-Karriere begleitet. Egal, ob du heute 10 Leute, 20 Leute, 50 Leute, 1.000 Leute, 0 Leute, 2 Leute in deiner Downline hast, stell dir immer vor, du hättest ein riesengroßes Team. Ein riesengroßes Team und verhalte dich so, als hättest du schon die 1.000 Leute. Als hättest du schon die 2.000 Leute. Als hättest du schon die 5.000 Leute. Und ich stelle euch jetzt eine Frage. Stellt euch vor, Aitekin oder Felix oder irgendein anderer oder Alpa oder irgendein anderer der Führungskräfte würde nicht auf dem Event sein. Was würdest du denken? Stell dir vor, die würden das Event nicht promoten oder du hättest das Gefühl, die würden es nicht ernst nehmen. Was würdest du denken? Richtig. Dein eigenes Level, dahingehend, wie ernst du das Ganze nimmst, würde automatisch sinken, weil du dir denken würdest, hey, sogar meine Führungskräfte nehmen das Ganze nicht richtig ernst. Und das bringt mich wieder zu dem Punkt zurück, von dem wir früher gesprochen haben. Bevor du eine Organisation von 1.000 Mann haben kannst, musst du erstmal der Typ oder die Frau werden, die eine Organisation von 1.000 Menschen handeln kann, führen kann, motivieren kann, betreuen kann, coachen kann. Und vor allem eine Person werden, die auch für 1.000 Leute ein gutes Vorbild wäre. Deswegen ganz, ganz wichtig, Vorbildwirkung, Event promoten, richtig vollstopfen, Mindset abholen und dann explodiert das Ganze sowieso. Von meiner Seite bin ich am Ende. Danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich übergebe das Wort nochmal an den Alfineta und wünsche euch einen super Freitag. Dankeschön. Vielen Dank, Tino, für deine Endmessage. Echt einfach zu 100%. Das, was ich auch denke über Events, wie wichtig das Ganze ist. Deswegen, wir sehen uns alle am 25.02. persönlich. Arbeit darauf hin, nutzt das Ganze. Ich share jetzt nochmal die Links in die Gruppen, hier auch gleich noch in den Chat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Cool, dass ihr die Zeit hattet, Freitagabend. Ich weiß, einige hundert Leute in unserem Team sind wahrscheinlich gerade feiern oder machen sonst irgendwas. Ihr habt euch die Zeit genommen für diesen Team-Call. Das sind die Leute, die langfristig erfolgreich werden und die Erfolg auslösen. Deswegen freue ich mich auf jeden Einzelnen am nächsten Sonntag bei unserem Team-Event. Macht's gut, Leute.